Letzte Woche war kalendarischer Frühlingsanfang, aber wenn man sich ein bisschen umschaut, hat, glaubt die Frau Holle, nicht ganz so Lust auf Frühling. Macht aber nichts, wir sind trotzdem unterwegs und zwar heute im Oberallgäu in der kleinen Gemeinde Betzigau. Betzigau hat rund 2900 Einwohner, Roland Helfrich ist der erste Bürgermeister und was wir erleben, das sehen wir jetzt. Wir sind jetzt im kleinen Sitzungssaal von Betzigau gelandet und neben mir hockt das Oberhaupt von Betzigau, Roland Helfrich. Was können Sie denn uns über Ihre Gemeinde sagen? Ja, die Gemeinde Betzigau ist aus meiner Sicht eine der schönsten Gemeinden im Landkreis Oberallgäu. Sie hat eine hervorragende geografische Lage, ist jetzt auch durch die baldige Fertigstellung der Umgehungsstraße wunderbar ans überregionale Verkehrsnetz angebunden. Und das Besondere an Betzigau ist, dass hier einfach Menschen leben, die ja offen sind, auch offen für neue Dinge. Und was mich besonders freut, ist, dass unsere Kunstakademie Allgäu, die im letzten Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiern konnte, ja einen ungebrochenen Zuspruch erfährt. Sie hat auch eine überregionale Bedeutung, also sie ist eine der Kunstakademien im süddeutschen Raum, die also sich einen ganz hervorragenden Namen erworben hat. Sind Sie denn selber künstlerisch auch tätig? Ich bin künstlerisch nicht tätig, aber ich mag Kunst in ihrer Vielfalt. Und zwar, und es war auch so dieser Ansatz, den wir hier in Betzigau zunächst betrachtet haben, eben Kunst als nichts Elitäres zu begreifen, sondern als etwas, das den Alltag jedes Einzelnen in ganz unterschiedlicher Form bereichern kann. Sie wissen vielleicht auch, dass es in Betzigau dieses Dorffest Kunst am Bach gibt. Das wird wieder bestimmt eine tolle Sache, wenn also hier inmitten des Dorfes, entlang des Baches, Kunstwerke von unterschiedlichen Künstlern aus der Region ausgestellt werden. Ich bin überzeugt davon, das wird wieder ein richtiger Besuchermagnet werden. Das glaube ich auch. Jetzt haben Sie als Bürgermeister bestimmt viel zu tun. Gibt es denn irgendeinen Lieblingsplatz in Betzigau, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl, da kann ich ein bisschen runterkommen? Gibt es da irgendwas? Ja, also ich habe einen Lieblingsplatz, der ist auch bekannt. Und zwar, das ist der Platz auf der Hohen Schulter, oberhalb von Hauptmannskreuz, weil das einfach so ein Ort ist, wo man wirklich Ruhe finden kann und vor allen Dingen die wunderbare Aussicht genießen kann. Das ist also für mich einer der schönsten Flecken hier im Allgäu. Also, da steht jetzt bloß noch ein einziger. Und das war gar nicht so schlecht. Jetzt wollte ich mal hier fragen. Und zwar, neben mir steht der Rudolf. Wie habe ich ihn denn gerade angestellt? Bitte? Wie ich ihn gerade angestellt habe. Also für den ersten Wurf, den du gemacht hast, eigentlich gar nicht schlecht. Das wäre eigentlich der Weg, wo man Sportkegler so beginnen könnte. Könnte, ja. Klar, Übung macht den Meister. Ja, genau so, Übung macht den Meister. Aber eine kleine Voraussetzung wäre vorhanden. Aber die Übung bringt halt mehr dann. Und du bist auch der Platzwart, kann man sagen, Platzwart von der Kegelbahn? Ja, sagen wir mal, also, der Bahnwart auf das, wo eigentlich die Kegelbahn pflegt. Wo wächst, dass auch gute Ergebnisse fallen, weil das wollen ja heute die Sportkegler. Auch die Gesellschaftskegler wollen das, wenn sie kegeln, da viele EU fallen. Und da bemühe ich mich halt und mache jede Woche meine Pflege für die Kegelbahn. Und es gibt natürlich da schon eigentlich, möchte ich mal sagen, so eine gute Stunde, anderthalb sind fast jeden Tag
wo man da pflegen muss und alles. Ab und zu schimpft man auch, dass sie so gefällt, oh, wieder schlechte Bahn. Ja, ja. Dann sollen sie es selber machen. Ja, gut, ich denke mir immer meinen Teil. Ja, ja. Ja, aber es ist, sagen wir mal so, wenn man es laufend ein bisschen macht, dann weiß man eigentlich schon, wie man das ein bisschen praktizieren kann. Jetzt hört sich das aber nach sehr viel Erfahrung an, dass man das überhaupt wissen kann, wenn man das schon länger macht. Ja. Wie lange machst du das? Sagen wir mal so, die Kegelbahnpflege mache ich jetzt schon seit die Kegelbahn besteht, seit über 40 Jahren. Eigentlich der Bahnwart, auch von der alten Bahnen, wo wir noch zwei Bahnen gehabt haben, da habe ich natürlich angefangen und habe nachher immer gesagt, okay, gut, wenn wir auf vier Bahnen gehen, nachher höre ich auf. Weil einmal muss Schluss sein, die Jungen sollen auch was machen, muss ich immer der Alte, fast der Älteste, wo ich bin, das machen. Aber dann sind wir auch, du hast doch Zeit, du bist jetzt Rentner und dann kannst du doch das machen. Und dann habe ich mich halt ein bisschen überreden lassen und denke, ja, mein Gott, wenn du jetzt eine neue Bahn hast und Erfahrung hättest auch noch ein kleines bisschen, komm, dann machst du es halt weiter. Jetzt ist das ja auch ein Ehrenamt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Aufwand und warum machst du das denn? Was gibt dir das? Sagen wir mal so, geben tut mir eigentlich das Ganze, ich bin ja mit dem Sport irgendwie verwachsen, so möchte ich mal sagen. Kegelsport ist, wir sind ja keine, ich möchte mal sagen, Profis, die bezahlt werden, wir machen das als Hobby und alle machen das gerne als Hobby. Ja. Und wenn man das so sieht, dann muss man sagen, ja gut, entweder mache ich es richtig oder gar nicht. Ja. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Ich habe gesagt, ja gut, dann mache ich das. Dann habe ich gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es so, dass ich dann zufrieden bin und die anderen Spielerinnen und Spieler eigentlich auch dann zufrieden sind, so muss man mal sagen. Das, was Sie gerade sehen, sind 48 Jahre Sportgeschichte vom TSV Betzigau. Und der Herr, der dafür verantwortlich ist, das ist der Hans Meyer und der steht neben mir. Wie sind Sie denn dazu gekommen, alles aufzuschreiben? Ja, weil erstens habe ich selber 30 Jahre gespielt und das war mein Interesse, dass man auch die Sache also schreibt. Dass man mal weiß und zur Versammlung, dass man das übergibt. Was schreiben Sie denn alles in den Büchern auf? Ich schreibe jeden Spieltag mit allem drum und dran. Mit der Mannschaftsaufstellung, mit der Einwechslung, mit der Torschützen. Aber jetzt nur vom Fußball oder auch andere Sportarten? Na, andere Sportarten tue ich bloß beiläufig, nein. Zum Schluss des Jahres. Das sieht ja jetzt ganz schön beeindruckend aus. Wie viele Bücher sind es denn insgesamt? Ja, die habe ich jetzt nicht zählt. Ungefähr? Moment. Also 16 ungefähr. Jetzt wollen wir natürlich den Zuschauern nicht vorenthalten, wie denn so ein Buch aussieht. Deswegen, da liegt gar keins, sondern darf ich mir eins schnappen? Ja, klar. Nehmen wir einer der leichteren, dann dürfen Sie es mal aufmachen, weil ich das Mikrofon in der Hand habe. Was ist das jetzt für ein Buch? Das ist jetzt für Fußball, Statistik Fußball. Das ist zum Beispiel Saison 94-95. Das geht das ganze Jahr durch mit der Endabrechnung. Wie läuft es denn jetzt aktuell bei den Kickern vom TSV Betzigau? Wie es zurzeit läuft. Wir sind natürlich voriges Jahr in der Kreisliga gewesen, sind wir leider abgestiegen. Aber wir sind schon wieder ziemlich vorne. Das kann man alles in der Statistik nachlesen, oder? Ja, genau. Sind Sie dann auch bei jedem Spiel dabei? Ja, normal bin ich fast bei jedem Spiel dabei. Und wie lange dauert es dann, so eine Statistik aufzustellen und so schön niederzuschreiben? Ja gut, ich nehme da ein Blatt mit natürlich und tue das provisorisch einmal alles drauf. Und dann schreibe ich es aber extra noch in ein Buch, in eine Schrift, also in der Buchhaltung rein und von da aus, damit kein Fehler passiert. Und was gibt es Ihnen, wenn Sie das
Wieso ist das Ihnen wichtig, dass das alles erhalten bleibt für die Nachwelt? Ja gut, der Verein, der erstens war es mein Hobby eigentlich, das so zu machen. Und zweitens muss ja der Verein eine Versammlung haben und dann braucht er ja Abrechnung für das Spieljahr. Und das liefere ich denen dann. Perfekt, Win-Win-Situation quasi. Und jetzt, wenn ich mir hier umschaue, hier hängen einige Urkunden rum. Ja. Für was sind Sie denn alles geehrt worden? Ja, da zum Beispiel 60 Jahre Schützenverein und dann Männerchor. Aber da hinten hängt noch eine Ehrenamtsurkunde vom DFB, sogar vom Deutschen Fußballbund. Ja. Für was hat der Sie denn geehrt? Ja, eigentlich hat der Verein eingereicht, für die Statistik machen. Hey, so groß war ich noch nie. Es ist ja bekanntlich bald Ostern und da müssen wir dem Osterhasen ein bisschen helfen. Und zwar habe ich jetzt hier so Aufkleber und hier nochmal ein paar Eier und die müssen wir ein bisschen verschönern. Wolltest du mir helfen? Ja. Wer bist denn du? Ich bin Henry. Und wer bist du? Marco. Okay, Marco und Henry, los geht's. Sie tun mal das Mikrofon schnell weg. Und dann noch eins. Ja klar, wie du willst. Wir haben hier richtige Künstler. Sind wir echt im Fernsehen? Ja. Wir treffen halt uns immer hier zum Fernsehen. Ihr trefft euch immer hier, weil das Fernsehen immer auf dem Spielplatz rumhängt. Das ist echt cool, dass wir das so machen. Hast du bis jetzt alles schon mal gefunden, die Verstecke? Ja. Und heute früh war der Osterhase bei uns im Kindergarten. Echt? Was gab's da? Ostereier. Moment, jetzt haben wir ja alle Aufkleber fast auf einem Ei. Wir haben ja noch ein paar. Egal. Machen wir so, machen wir weiter. Das sieht gut aus. Welches Versteck war uns da oben? Das darfst du nicht verraten, wo wir das verstecken. Ja. Weil die Jungs darf es nicht finden, gell? Also genau. Weil wir sind jetzt die Helfer vom Osterhasen. Und was ist, wenn sie die finden und dann nehmen? Dürfen sie das? Dann müssen wir es so gut verstecken, dass die das gar nicht finden. Hey Leute, ich würde sagen, die Eier habt ihr jetzt so schön beklebt und wir sind jetzt die Helfer vom Osterhasen. Und jetzt verstecken wir die, okay? Aber so, dass es keiner findet. Und los geht's! Ich hätte gut mein Versteck hier gefunden. Du darfst es auch nicht sagen. Okay, ich glaube, wir verstecken noch ein bisschen weiter die Eier für den Osterhasen. Das war's von einer neuen Ausgabe von Allgäu TV in diesmal in Betzigau. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Aber pssst, wenn ihr es gesehen habt.